Es gibt drei Sachen im Internet, die eigentlich immer funktionieren. Das sind einmal Titten, Katzen und Kinder, die irgendwie auf die Schnauze fliegen. Das wohl bekannteste Geschwisterpaar auf YouTube ist Charlie und sein Bruder. Das Video hat schon über 800 Millionen Views. Der Clip war lange Zeit bevor Gangnam Style auf die Bühne kam, auf dem ersten Platz in YouTube. Und deswegen gibt es auch noch eine Reihe von anderen Kindern, die auf YouTube irgendeinen Quatsch machen. Das erste Video handelt sich um ein kleines Mädchen, das irgendwie ein Backtutorial erstellt, wie man einen Blueberry-Kuchen macht. Dabei bekommt ihr tatkräftige Unterstützung von ihrer kleinen Schwester. Und das ist einfach nur putzig, besonders das Ende. Oh man, dieses Ende habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Es gibt bestimmt einen speziellen Platz in der Hölle für Leute, die darüber lachen. Und wie immer, desto öfters man das guckt, desto geiler wird das. Der nächste Kerlchen, der stammt aus Vine, der hat da in zwei Clips veröffentlicht und ist dadurch mega viral gegangen. Man nennt ihn Crackhead und der kam vor 4 Monaten ungefähr auf Vine und hat ein paar Schläge zu viel auf den Kopf bekommen. Crackhead's at it again, go! Das erste, was man denkt, nur what the fuck, was hat der Kerl eigentlich geraucht? Aber viel cooler sind noch eigentlich die Compilations, die danach kamen, die an der Hand dieses Basismaterials Videos erstellt haben. Davon gibt es so einige, zum Beispiel hier, wo er Fußball spielt. Am besten davon finde ich immer noch den German Crack Kid. Ja! 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 Der nächste Clip handelt sich um Noah Ritter, der ist viral gegangen, weil er bei einem Interview dem Reporter die Show geklaut hat. Tell me about the ride. What did you think about the ride? Wow, it was great. Why? Because apparently you're spinning around and apparently every time you get dizzy. Yeah. That's all you do is get dizzy. Is it fun? Yeah. And I've never ever been on live television. I never ever be on live television. Are you excited? Yeah, and apparently I already went down the super slide. When I went down the one, I was scared half to death. So smooth, wie er das kommentiert hat, muss er doch eigentlich schon ziemlich berühmt werden. Die anderen Videos sind wohl nicht so ganz durchgestartet und deswegen bleibt Noah Ritter nur bei diesem einen Video bekannt. Und das waren auch schon die Clips für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Hier kommt ihr zu den letzten Videos aus letzter Woche. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt und gebt mir Flosse Flop.